Herzlich willkommen zurück bei den PS-Tipps. Heute geht es um die Anbaukomponenten des AdBlue-Systems. Was macht das AdBlue-System? Kurz und knapp gesagt, es dient zur Abgasnachbehandlung, damit die Schadstoffnorm eingehalten wird. Hier haben wir einmal eine AdBlue-Pumpe. Die besteht nicht nur aus der einzelnen Pumpe, sondern auch aus einer Druckblase und einem Filter. Hier haben wir den Filter einmal einzeln. Der Filter, bei jeder Wartung muss der gewechselt werden, weil das AdBlue kristallisiert oder könnte kristallisieren und könnte sich dicht setzen und dann hat dieser Filter keine Funktion mehr. Wir bieten dieses einmal als Komplettpaket an, das heißt einmal mit dem Deckel und dem Dichtsatz sowie dem Filter einzeln. Hier haben wir einmal die ausgebaute Druckblase, im eingebauten Zustand ist sie hier. Die Druckblase wird bei jeder Wartung wie folgt überprüft. Man hat hier einen Luftanschluss, den man mit einer Handpumpe überprüft. Man gibt auf diese Blase 3,2 Bar, das ist bei jeder Pumpe unterschiedlich, daher bitte fahrzeugspezifisch raussuchen, den Druck rauf und nach einer Wartezeit von 5 Minuten überprüft man den Druck wieder. Wenn der Druck nicht gehalten wird, muss diese Blase getauscht werden, weil das AdBlue-System sonst nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Diese AdBlue-Förderpumpen gibt es auch in verschiedensten Ausführungen. Dazu gehören noch zusätzlich die Dosiermodule sowie Fördermodule, auch Filter und weitere Anbaukomponenten. Wenn ihr Fragen habt zum AdBlue-System oder anderen technischen Themen, wendet euch an unseren Helpdesk. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.